Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tom Souls. So, ich bin mir sicher, dass wir irgendwas übersehen haben müssen. Und ganz ehrlich, ich habe immer noch keinen Sinn darin gesehen, warum wir den Generator ausmachen sollen. Ich werde jetzt mal den Generator anmachen gehen. Und dann werde ich nochmal nach da unten gehen, wo wir gerade hergekommen sind in der letzten Folge. Ich muss mir das angucken. Ich will wissen, warum das warum der Generator aus sein soll. Das macht für mich irgendwie gar keinen Sinn so richtig. Deswegen mache ich den an. Zumal da unten ja auch irgend so ein Schalter gewesen ist, den wir umklappen konnten. Und dann hieß es ja, der Strom ist aus oder so. Aber da war ja nicht Strom an, weil wir den Generator ja ausgeschaltet haben. Versteht ihr, wie ich meine? Guck mir das jetzt an. So. Deswegen tut's mir leid, dass wir jetzt nochmal hin und her watscheln. Und eventuell nochmal hin und her watscheln, weil ich den vielleicht wieder ausmachen muss. Keine Ahnung. Aber das probieren wir. Und dann gucken wir uns nochmal da unten um. Vorausgesetzt, es funktioniert. Weil irgendwas muss ich ja übersehen haben, weil es geht ja nicht weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja nichts gefunden, was uns gerade weiterbringt und weiterhilft. Außer halt Munition und so, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt machen wir den Strom schnell wieder an. Dann ist es gleich wieder laut hier auf meinem Ohr. Start. Mal ganz kurz gucken, mein Ding jetzt an ist hier. Ja, mein Mikro. So, das ist einfach viel schöner, wenn wir Licht haben. Weil irgendeinen Sinn muss es ja gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir müssen Strom ausschalten. Also da muss irgendwo unten Strom wahrscheinlich langfließen, wo wir sonst nicht lang kämen. Aber jetzt haben wir ja so viele Türen auch geöffnet und so viele Möglichkeiten, in diesen Kellerabschnitt dazu kommen. Ne? Einmal durch diese Luke, einmal unten durch diese Tür jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, wo ich meine, aber ich meine hier. Hier unten. Da haben wir jetzt die Tür ja auch aufgemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob jetzt hier auch ein bisschen mehr Licht ist, wie eben. Gar nicht darauf geachtet im... Ja. Okay. Ich gehe einfach mal so weit, wie wir kommen. Ich habe auch schon wieder total vergessen, die ganzen Wege. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles. Ich muss, wie gesagt, ich gucke jetzt auch nochmal alles. Ich muss irgendwo irgendwas übersehen haben. Weiß halt nur nicht, wo und was. Oh Gott, hier wieder. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Hier hatten wir aber, dieses, da war nur die Hand. Hier hätten wir dieses komische Ding gefunden, was uns ja auch irgendwie weiterbringen kann, theoretisch, ne? Fällt mir da gerade ein. Das Ding habe ich schon ganz vergessen. Diese komische Metallschraube. Aber ich wüsste gar nicht, wo wir die einsetzen sollen. Naja, ich gucke jetzt einfach hier nochmal nach. So, hier kommen wir auch durch, seht ihr? Okay. Ich gehe nochmal hier in die Leichenhalle. Oh, das war ja auch so ein Schreck in der letzten Folge. Alter, wie die da abgegangen sind. Das hier ist aber nicht viel heller jetzt, ne? Bisschen. Boah. Okay, das hatten wir. Das hatten wir auch. Dokumente. Ah,
Hat der links sich auch gerade bewegt, der links hier unten, der Fuß da? Ja, klar, der zuckt da auch hier. Ich habe gerade gesehen. Aber es passiert jetzt nicht nochmal der Schreck, oder? Guck mal. Hier können wir noch was machen. Seht ihr, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott, hier geht's noch weiter. Experimentierraum. Ah, wieso war der zugestellt? Da sollte wohl nicht jeder ran in diesen Raum. Sollte nicht mal jeder wissen, dass es diesen Raum gibt wahrscheinlich. Oh Gott, erstmal Licht. Mhm. Ist mir jetzt egal, ich nehme jetzt die Schrot. Wartet mal, da könnte ich nochmal Licht anmachen, ne? Mehr Licht, mehr besser, ne? Alter! Ach, so einer ist das. Okay, 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 den können wir vielleicht doch mit dem hier bekämpfen. Ja. Ah! Oh, jetzt ist die Kamera immer. Okay. Oi, 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 oi. Das war wieder sehr aufregend gerade für mich. Huhuhu. So, was hat er da? Es scheint, als wären sie bei medizinischen Eingriffen gestorben. Wie lange ist dieser Ort schon verlassen? Ich hoffe, naja. So richtig verlassen wirkt es jetzt auch nicht hier, ne? Wartet mal, das ist mir wieder zu dunkel hier. Ein Kalender. Ja, so einen haben wir irgendwie schon mal gesehen. Ich finde das hier auch sehr verdächtig, ne? Als wäre hier meine Tür oder ein Geheimraum oder so. Das ist auch. Oh Gott, diese Statue, ne? Verwittert, ich kann die Worte nicht lesen. Oh, dieser Sound. Oh Gott, das sieht nach Rätsel aus. Da kann ich wahrscheinlich irgendwas drücken oder so. Ich lasse das mal noch einen Moment. Eine Reihe wissenschaftlicher Bücher. Da ist noch was zum Lesen. Von William. 9. Juli 82. Ich habe das geheime Labor meines Vaters gefunden. Es befand sich hinter einem geheimen Durchgang in der Leichenhalle. Ja, das haben wir auch gerade gefunden. Ne? Da stehen wir gerade drin. 20. Juli 82. Die Experimente funktionieren. Ich konnte Marias Zustand bei einem sterbenden Mann hervorrufen, dem ich ihr Blut injizierte. Ich erklärte ihn auf dem Krankenblatt für tot. Keiner wird sein Verschwinden merken. Er hat erste Symptome entwickelt. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich ihm in Kürze ein erstes Gegenmittel verabreichen können. Ich ging in den Wald und suchte nach etwas, irgendwas, das mich zu meinem kleinen Mädchen führen könnte. Aber wie immer fand ich nichts. Im Morgengrauen kehrte ich zur Villa zurück und stand wie gelähmt vor der Tür zu ihrem früheren Zimmer. Ich finde keine Kraft, sie zu öffnen. Ich glaube wirklich, dass ich nicht weiterleben kann, wenn ich diese Türe öffne und sie nicht fest schlafend in dem Zimmer erblicke. 1. Juni 87. Test Nummer 25 zeigte vielversprechende Ergebnisse, aber nur einen Moment lang. Nach 5 Minuten löste sich das Subjekt in einem See aus Blut auf. Dennoch bin ich nicht entmutigt. Nach 5 Jahren des Experimentierens halte ich dies für einen Fortschritt. Mhm. Spritze. Oh, Ton, krieg dich mal ein. Über den Leichnam wurde ein Laken gelegt. Man hat Kadapulblumen darauf platziert. Also gut, mit Blumen und so kenne ich mich überhaupt gar nicht aus, ne?
Ich kenne so das Gängige. Rose, Tulpe, Nelke. Sonnenblume. Okay, scheiße. Jetzt können wir das hier nicht lesen. Und müssen aber hier irgendwas drücken, oder was? Böp. Habe ich jetzt durch Zufall gleich das Richtige gedrückt? What? Okay. Auf jeden Fall hat sich meine Theorie bestätigt, mit da sieht aus wie ein Geheimgang. Hoffentlich schließt er sich jetzt nicht wieder. Oh Gott. Ist ja wie ein Kerker hier, ne? Ich geh doch nicht da rein! Wartet mal bitte kurz. Ich bin noch nicht so schnell. Scheiße. Ah. Jetzt. Oh, diese Sounds immer, ey. Da habe ich immer das Gefühl, es ist noch nicht vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe den Drang, wieder speichern zu gehen, aber ich habe nur noch eine Speicherdingens hier, ne? Davon könnte ich auch mal bitte wieder was finden. Oh. Das ist nichts zum Speichern. Oh nö, Experimentraum. 15.11.1980. Ein VS ist mit Experimentierraum beschriftet. Mhm. Sehr toll. Das müssen wir uns angucken gehen. Schön. Habe ich hier gar nicht Lust drauf. Ich will das gar nicht sehen. Ich will speichern. Ist das schlau, das hier zu öffnen? Das können wir nicht. Wir können einfach hier, wir machen das noch fest dazu. Ist besser. Warte mal, können wir das wegätzen? Ja. Endlich klappt mal was. Oh. Bis es etwas führt, dauert das ewig? Warum? Kloppt da einfach nochmal ein bisschen mit drauf. Hey, aber wozu haben wir das jetzt? Jetzt habe ich mich zu früh gefreut, oder was? Okay, ich bin eh nicht so scharf, da reinzugehen, ganz ehrlich. Mir doch egal. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich die Möglichkeit, oh Gott, hier schnell rauszurennen. Und uns die Kassette erstmal anzugucken, ne? Wenn ich jetzt nur wüsste, wie wir klug schnell dahin kommen. Das war doch eigentlich über die Luke, ne? Hier. Da müssen wir doch jetzt in den Besprechungsraum landen. Ja, genau. Ich habe immer was gemerkt. Toll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe wirklich das... Jetzt nichts Schlimmes passiert. War das nicht hier? Besprechungsraum? Genau. Oh Gott, dann wollen wir mal, wa? Play. Ich dachte, das ist eine Videokassette. Passiert da oder was? Wo ist das? Im Experimentierraum. Ja klar, das stand doch auf der VHS. Oh Gott, nein. Ach so, ich muss da näher ran, damit was passiert. Entschuldigung. Oh nö, nicht schon wieder sowas. Das will ich nicht. Ich sag doch gerade, ich will das nicht. Warum hört niemand auf mich? Oh. Na, jetzt sind wir da dabei quasi, oder was? Mit unserem Feuerzeug stehen wir jetzt hier. Was liegt denn da? Ich will das gar nicht, ne? Ich will einfach nur eine Kassette finden. 15. November 1980? Diese Leiche verströmt einen fauligen Geruch. Ja, liegt da wahrscheinlich auch schon eine Weile.
Ach, guck mal, nee, die Zwillinge, ne? Zwillingsbabys. Oh, jetzt kann ich das vielleicht lesen. Ha! Pfingstrosen, Rosen oder Jasmin. Ich kann mich nie erinnern. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir nahe kam. Mir war kalt, als sie zärtlich umarmte. Ich hauchte ihre Gedichte zu. Der Schmerz, den ich empfand, als sie enttäuscht ging. Erst als sie weg war, konnte ich in den Wind schreien. Okay, das war keine Ahnung, wie mir das jetzt helfen soll. Könnte ich hier auch nochmal was drücken? Ich könnte, ich will aber nicht, ne? Tagebuch von Bertram Wildberger. Das ist jetzt der Opa, oder? 8. Juli 67. Die Experimente schlagen weiterhin fehl. Alle Föten sind missgebildet. Ich habe eine Idee, wie wir mehr Testsubjekte erhalten und den Prozess beschleunigen können. Aber um das zu tun, muss ich etwas Schreckliches tun und es wird unschuldige Leben kosten. Ich glaube daran, dass Gott uns die nötige Stärke geben wird, um unsere Mission zu vollenden. Egal wie hoch die Kosten sein mögen. Unser Ziel ist heilig. So, na. Reihe wissenschaftlicher Bücher. Ach Gott, nein. Dieser Körper wurde einem medizinischen Eingriff unterzogen. An einem Ort wie diesem. Ob das wirklich medizinisch... Also, na, nee. Ich meine, das... Jetzt sind wir hier, können diesen Text lesen, den ich eh gleich in Sekunden wieder vergessen habe. Und wir können... Ich weiß nicht. Hier passiert nichts. Müssen wir die richtige Reihenfolge jetzt drücken? 1, 2, 3, 4, 5 sind es. Pfingstrosen, Rosen, Jasmin. Ich kann mich nie erinnern. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir nahe kamen. Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Ich hauchte ihre Gedichte zu. Der Schmerz, als ich enttäuscht ging. Soll mir das dabei jetzt helfen? Ich spürte Schmetterlinge. Ja, wo? Wo spürt man denn die? Im Bauch, oder? Warte mal. Bauch. Umarm die Hand vielleicht? Oder die Brust? Gedichte zuhauchen macht man ja mit dem Mund. Also der Hals, oder was? Der Schmerz. Der Schmerz wäre die Brust. Konnte ich in den Wind schreien. Also, weiß ich nicht. Okay, das nicht. Bleiben die Dinger, die bleiben ja nicht stecken, ne? Die kommen immer wieder raus. Also ich hätte jetzt gesagt, Schmetterlinge im Bauch, als ich sie fühlte an der Hand. Denn ich schrie. Es tat mir weh und dann, keine Ahnung. So hätte ich das jetzt gedacht. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir nahe kam. Spürt man die nicht im Bauch oder spürt man die auf der Hand? Mir war kalt, als ich sie umarmte. Ich hauchte ihr Gedichte zu. Vielleicht doch eher so rum? Aber wartet mal, wartet mal. Schmetterlinge, vielleicht Hand. So kalt, wo ist man denn kalt? An der Brust? Also Hand, Brust. Ich probiere das mal. Hand, Brust. Das, das. Passiert nichts. Da passiert auch nichts.
weil jetzt wird es schon irgendwie wahlloses Rumprobieren, ne? Aber irgendwas müssen wir doch hier bestimmt tun. Warum ist das hier eigentlich? Will noch was wegätzen oder was? Das macht ja auch keinen Sinn, ne? Was wegschneiden? Nee. Keine Ahnung, ne? Es bringt nichts. Ich kapiere nicht so richtig, was der will. Ne, Quatsch. Wir haben jetzt halt noch dieses Ding, was ich irgendwo einsetzen könnte. Aber irgendwas müssen wir doch hier machen. Einfach nur das uns angucken, ist ja auch Quatsch. Also irgendwas müssen wir hier machen mit diesen Dingern. Pfingstrosen, Rosen, Jasmin, ich kann mich nie erinnern. Ja, ich mich auch nicht. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir nahe kamen. Ja, wo spürt man denn die Schmetterlinge? Ich hätte gedacht, am Bauch. Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Umarmt tut man mit den Händen. Aber vielleicht auch mit dem Brust. Ich erinnere Gedichte zu. Schmerzen empfindet man doch eigentlich im Körper, oder? In der Brust. Also konnte ich den Weg mit schreien. Schreit man aus dem Bauch heraus. Ich habe null Ahnung, ey, wirklich. Das, was ich dachte, wäre gewesen, hat ja nicht so geklappt. Tja, tut mir leid, ich muss euch jetzt hier so unbefriedigt zurücklassen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Plan. Ich weiß nicht, ich weiß es einfach nicht. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit weiter wie eine Verrückte einfach umprobieren und mir dabei nicht mal merken, welche Reihenfolge ich schon probiert habe, weil es gibt einfach so viele Möglichkeiten, sobald ich nicht mal weiß, ob es überhaupt das ist, was wir machen sollen. Keine Ahnung. Ja. Ich beende die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf Kommentare und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.